weiter geht's. So, Chisel für die Wände. Da ist jetzt die Frage, was machen wir da? Ich glaube, ich werde noch mal hier so machen. Hier eins daneben, also hier. Und da können wir ja jetzt einfach wieder unseren Builder's Wand einsetzen. Zack. Haben wir nämlich das Rounding fertig. Gut. Und jetzt brauchen wir aber einen anderen Blöckle. Ein anderes Blöckle. Nicht mehr diese hier, sondern wir brauchen was. Was Besseres. Damit mache ich mal noch kurz die Ecken. Oder wir nehmen... Nein, warte, warte. Ich habe eine Idee. Wir behalten die hier. Und machen damit mal kurz die Ecken. Ja. So haben wir das noch nie gebaut. Es wird mal interessant zu sehen, welchen Eindruck das am Ende hinterlässt. Weil wie gesagt, so habe ich noch nie gebaut. Dann muss ich das hier aber auch machen. Ja, das kann sich, glaube ich, dann schon sehen lassen. So, jetzt, wie füllen wir die ganze Sache? Ich hätte gern eigentlich so kleine Bricks, aber das sind Small Tiles. Aber kleine Bricks gibt es hier gar nicht. Doch hier. Aber die haben so eine... Ja, die Struktur ist so dunkel. Genau, und das möchte ich eigentlich nicht. Ich glaube, dann nehmen wir einfach clean, ganz normalen Marble. Das sieht wahrscheinlich sogar wirklich am besten aus. Oh nein. Och nee. Och nein, nein. Doppel nein. Ja, Builder's Wand for win, aber so nicht. So. So, generell sieht es schon gut aus. Na, viel habe ich da jetzt nicht mehr. Hab ja zum Glück noch ein bisschen was da. Du, Chisel. Normalen Marble. Wir haben ja genug. Das ist ja das Gute, ja. Wir haben zwar auch jetzt nicht so eine krasse Infrastruktur, wie jetzt zum Beispiel Mavia. Den werde ich hier vielleicht auch noch engagieren.
Der kann mir vielleicht wieder so einen kleinen schönen Garten hinten reinpflanzen. So, jawollo. Spitzhacke. Und jetzt müssen wir natürlich Fenster formen. Aber das ist ja gar nicht so schwer. Also man muss sagen, hier auf dem Server laggt es schon ein bisschen mehr in der Zwischenzeit. Ich meine, wir sind 10 relativ aktive Spieler. Da ist es irgendwo auch normal. Ja, jetzt stehe ich hier, jetzt fällt wieder nichts mehr raus. Ist ja klar. So, hier muss ich ein bisschen auflassen, weil da könnte sein, dass wir da oben schon, dass wir auch hier rausfahren. Auf der Seite kann ich zulassen, weil da haben wir Erde. Da werden wir mit Sicherheit auch einen Tunnel rausführen. Aber was ich auch möchte, ist vom Obergeschoss, dass vom Obergeschoss mindestens 2 Gleise wegführen. Ich möchte ja eigentlich so bauen, dass es jeweils ein Gleis zu einem Spieler gibt. Das heißt zum Beispiel, wir gucken mal gerade auf die Minimap. Das in diese Richtung. Hier werden 3 Gleise hinführen. Ein Gleis zu Nym, eins zu Mevia, eins zu Mephisto. In diese Richtung wird eins zu Fabi führen, eins zu Shadow, eins zu mir und eins zu Chuck die Pflanze. Der wohnt ja hier mit verschiedenen Leuten zusammen. Deshalb brauche ich da nur eins. Das heißt, wir brauchen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Abfahrtsgleise. Das wird schon eine Herausforderung. Hallo. Nein. Was war denn los? Was ist denn los hier? Was soll denn das? So, wir müssen noch die Fenster machen. Archers. Diese hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir gemacht. Nein. Ach, ja klar. Also ich finde den Mod hier finde ich sehr geil, weil der macht mal so ein bisschen wirklich so alles ein bisschen runder. Ja, wir sind nicht mehr so Minecraft-Minecraft-mäßig unterwegs mit nur Blöckchen, 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 sondern auch so ein bisschen rund eben. So, und jetzt brauche ich theoretisch, warte, lass mich mal gucken, ein von diesen hier, aber nicht so. Ich brauche den mit den Bricks. Den hier. Davon brauche ich einen. Brauche ich davon zwei. Und dann brauche ich davon vermutlich auch zwei.
Nein. Aber es ist das Richtige. Ha! Ja klar, warum dreht der sich jetzt um? So, sieht doch ganz toll aus. Ja, das passt. So, also wie gesagt, wir brauchen 7 Abfahrtsgleise. Vielleicht machen wir eins auf dieser Ebene. Zwei oben und zwei unten. Kriegen wir das hin? Wir brauchen, wie viel habe ich gesagt? 4 nach rechts und 3 nach links. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. So, jetzt hätte ich gern. Oh ja. Wisst ihr, das ist so eine Sache. So eine richtige Sache. Da kommt nämlich mein Hirn wieder so zur Geltung. Ups. Warum wollte das jetzt nicht so? Dum 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 dum. Ich hasse es so ein bisschen, wenn die immer durch die Gegend rutschen. So, jetzt. Das wird so ein bisschen wie in der. Hier ist so die Zeit von Abraham Lincoln und so. Keine Ahnung, anders fällt es mir gerade nicht ein. Kolonialzeit, nennen wir es doch mal so. Och, was soll denn das? Sind zwar eigentlich Geländer. Ich finde, die sehen auch so als Fenster ganz cool aus. Ja, man muss ja einfach immer wieder ein bisschen erfinderisch sein. So, also wie gesagt, wir müssen nach unten. 7 brauchen wir. Wir müssen unten 3 Gleise wegführen. Und oben 3 und hier 1. Dann müssen wir uns noch ein bisschen was hier. Haben wir davon noch welche? Nee, dann müssen wir hier. Das wird schon ein richtiger Hammer, muss ich echt sagen. 7 Gleise muss ich managen von hier aus. Ein Gleis braucht ein Gleisbett und links und rechts Platz. Und dann soll es nicht so dick aussehen. Dann muss man da noch laufen können. Ja, ich würde sagen so. Dieses Gleis wird nach rechts führen, vermutlich. Wir müssen nach Hause. Wir haben keine Energie mehr. Sonst fallen wir irgendwann vom Himmel. So. Der macht hier noch. Oha. Allerhand Zeugs. Uiuiui, da kommt aber ganz schön viel raus.
Wo mache ich denn das alles hin? So, das hat mal da reingepasst. Koppel passt da noch rein. +2100 plus. Okay. Das reicht trotzdem nicht. Wir haben hier zu wenig Platz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, hätte ich wohl gern. Zwei Stacks noch. So, dann haben wir zumindest mal 17. Hallo? Ach, da sind noch welche drin. Ich wollte gerade schon sagen, willst du mich verscheißern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir einfach noch einen Block. Also noch ein Stack Eisenblöcke. So. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Und wir können dann wieder zum Spawn. Haben wir unser Jetpack? Ja, haben wir. Spawn. Ah, guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Ich habe eigentlich noch nichts gebaut. Leckt? Ja, es leckt. Oh, Mensch. So. Eigentlich habe ich noch gar nichts gebaut, aber es sieht jetzt schon gut aus. Und da hat sich wieder irgendwas verabschiedet gehabt. So, jetzt. Wir schauen mal. Oh, keine Fackel mehr. Keine Fackel mehr. So. Gut, schauen wir mal, wie das aussieht. Sieht gut aus. So ein bisschen Licht durch, ja. So ein bisschen heller wieder um die Umgebung. Das passt. Wir waren dabei, eigentlich hier das Gleis anzulegen. 1. Warte mal, wenn wir hier hochgehen. Ne, wir müssen da hoch, weil hier ist das Fenster. Also gehen wir da hoch und dann legen wir die oberen Gleise in die Richtung. Was braucht... Ja, hallo? Seit wann spielst du denn MC? Nun fragt gerade, was brauchen denn Schafe, um sie zu vermehren? Ach so. Oh Mann, bin ich blöd. Stand auf dem Schlauch. Weizenglaub. Nicht vermehren, ich habe falsch gedacht. Also ich glaube... Warte mal. Oben geht in die Richtung, unten geht in die... Okay, und dann dieses Gleis muss auch noch in die Richtung. Das heißt, hier ist frei. Da ist Gleisbett, da ist... Gleisbett, da ist daneben. Hier müssen wir hoch. Auf dieser Seite.